Ein freudiges Ereignis für alle, die wissen, welche Köstlichkeiten der Schwammerlpfarrer bereithält. Beim Stadtwirt gibt es ab sofort ein Steak und ein Nudelgericht mit dieser köstlichen Würze. Herr Pfarrer, mit Schwammerler essen, das muss doch was Feines sein. Ja, nicht für einen Schwammerlpfarrer, weil der isst keinen Schwammerl. Aber ansonsten... Aber er weiß, wie es schmecken, er weiß, wie es riechen, er kann es jedem empfehlen und auch die Rezepte, manche weiß ich auch so ein bisschen. Ja, aber da geht es ja jetzt um Gewürze aus Schwammerl. Ja. Wie ist denn das mit der Trocknung? Machst du das selber? Ja, freilich, da habe ich schon Helferinnen auch. Die werden getrocknet in einem Biotrockner und man muss bedenken, die Pilze haben ein Hauptteil ist ein Wasser. Ne? Ja. Also 9/10 ist Wasser und 1/10 ist dann der Pilz. Daher hat man bei dem getrockneten Schwammerl den konzentrierten Geschmack. Ja. Das ist der Vorteil. Ne? Und da muss man es immer 1:10 eben rechnen. Und die meisten Pilze, nicht alle, eignen sich sehr gut zum Trocknen. Okay. Manche sind nur als Trockenpilze genießbar bzw. schmackhaft. Ne? Wie zum Beispiel die toten Trompeten. Nicht? Das werden so im rohen Zustand wenig genossen, man kann schöne Gemüse mischen und so nicht. Aber hauptsächlich, da riechen so wie Brombeeren. Okay, ja, es riecht sehr fein. Ja, du, und der Stadtwirt da, der möchte jetzt versuchen, mit deinen Gewürzen, die was du gesammelt hast, teilweise in jahrzehntelanger Sammlung, wirklich zu ganz tollen Speisen zu verarbeiten. So ist das. Was ist denn das zum Beispiel, was wir da heute sehen? Das ist eine Rindersteak mit die Schwammerl, was wir Natursoße gemacht haben. Gemüse dazu und dann haben wir noch ein selbst ausgemachtes Tagliolini mit den, natürlich mit den Schwammen auch und Rahmsoße dazu gegeben. Na und die Wirtin freut sich auch schon mal was anderes servieren zu können, was? Ja, ich freue mich schon sehr, ja. Wir haben schon einige Speisen gekostet mit den Schwammen und sind überzeugt davon, dass das gut ankommen wird bei uns im Stadtwirt. Der Stadtwirt in Werthofen hat in kürzester Zeit Stammgäste gewonnen. Vor allem der Arkadenhof ist an Romantik kaum zu überbieten. Mit 5 verschiedenen Mittagmenüs und abends ab und zu Dinner-Live-Musik ist der Stadtwirt ein beliebter Treffpunkt.